Okay. Jetzt haben wir hier den komischen, erschreckglotzenden Typen, den Ritter Zwirbelbart, die Madame mit der Halskette, die ihre Frisur ein bisschen nach unten gemacht hat, damit sie nicht gleich mit Marge Simpson verwechselt wird. Dann haben wir hier die etwas... ist das die Katzenberg mit den Augenbrauen? So da oben. Und dann haben wir hier den etwas komisch kinnbärtigen Prinz, König, wie auch immer. So. Brücke 1. Verstärke die Brücke. Mindestens 3 Einheiten müssen Kardinal Helfgott erreichen. Echt jetzt? Der heißt Helfgott? Gut, okay. Immerhin kein Facebook-Logo. Was? Ja, ist doch schon fertig. Ja, hier. Galoppe, Galoppel. Och nö. Das ist natürlich doof. Da müssen wir ein paar Baumstämme nehmen. Plonk. Plonk. Fertig. Gucken wir mal. Plonk. Plonk. Hält, würde ich sagen. Oh oh, das hält nicht. Plonk. Pause. Ching. Ching. Wobei da, ich weiß nicht, also zumindest in der Mitte könnte man auch Stein machen, aber nö. Gucken wir mal, ob das jetzt hält. Klonk. Also die Brücke wobbelt ein bisschen wie Pudding, aber es hält. Dann gucken wir mal, was passiert. Klonk. Oh oh. Gut. Okay. Ja. Super. Hat gehalten, würde ich sagen. Typische ritterliche Baumannskunst. Neuer Erfolg. Treasurer's Favorite. Was? Verstärke die Brücke und rette 5 Einheiten. Weiter! Okay, den haben wir halt als golden. Aha, das heißt, diese Pfeile heißen also verstärken und dieses runde Ding heißt also neu bauen. Erbaue eine Brücke, um Geschenke zu Fürst Heringshausen zu bringen. Gib nicht mehr als 6000 aus. Wenn keine Stützmöglichkeit von unten vorhanden ist, könnt ihr eine Bogenkonstruktion aus Dreiecken bauen. Baue zunächst wieder eine Fahrbahn. Klonk. Ach Mist, ich darf nicht auf den Endpunkt klicken. Baue nun mit dem gleichen Holz ein Stützgerüst über der Brücke. Na ja, das alte Stützgerüst. Das kenne ich doch schon, Leute. Das ist doch sowas von alt. Das habe ich doch schon in diesem anderen Ding da gemacht. Play. Und wetten, im nächsten Durchlauf muss ich den Kram dann verstärken. Galoppel, 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 galoppel. Ne, immerhin ist das hier ein bisschen interessanter im Sinne von nicht, dass wir die ganze Zeit... Jetzt tröte mir doch nicht ins Ohr, Junge. Dass sie nicht die ganze Zeit irgendwas weiter... Dass sie nicht die ganze Zeit irgendwas bauen sollen, sondern dass hier zum Beispiel diese verstärkende Komponente hinzukommt. Wir sollen es verstärken. Und bei der Dame hier nehme ich an, dass wir die Brücke nochmal verstärken müssen, nachdem wir sie schon mal verstärkt haben. Verstärke und überdache die Brücke. Mindestens 3 Einheiten müssen weiterkommen. Was? Überdachen? Unsere Wagen und Einheiten werden von den Feldkugeln der Urks erschlagen. Ihr müsst die Brücke überdachen, um unsere Leute zu schützen. Benutze dafür das Brückendach. Aber hier ist doch noch gar keine Brücke. Das Brückendach kann gerade oder schräg gebaut werden. Es muss hoch genug über der Fahrbahn sein, damit die Einheiten darunter durchpassen. Ah, da ist wieder unsere Brücke. Wer hat die denn gebaut? Hab ich die gebaut? Auch schon mit diesem Dach da? Gucken wir mal. Plonk. Plonk. Ups. Das war jetzt nicht so beabsichtigt, dass der davon platt gemacht wird. So. 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 Fertig. Brücke mit Dach. Plonk. Hält. Plonk. Hält. 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 Hält alles. Nein, hält nicht alles. Toll. Die Kruppstahlbrücke hat nicht gehalten. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen verstärken. So hier. Also Kruppholz eher gesagt, weil Stahl gab es damals noch nicht. Also das ist das Kruppholz. Wer kennt es nicht? Das große, tolle Kruppholz. Wollt ihr mich... Das hat doch eben gehalten. Sag mal, was ist denn los hier? So, noch mehr Kruppholz. Fertig. So, jetzt ist überall Kruppholz verbaut. Jetzt ist das Ding stabil wie Nachbars Eiche.
Nachbars Eiche? Was quatsche ich denn da für einen Müll eigentlich? Brauchen wir da hinten auch noch ein Dach? Ja, da brauchen wir auch noch ein Dach. Gut, okay. Warum sagt mir denn das keiner früher, dass wir da auch noch ein Dach brauchen? Murmel, 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 mecker, 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 mecker. Nee. Ach, ich würde so gern vorspulen können. Ich meine, der Zukunfts-TBN kann vorspulen. Der kann quasi, wenn so eine Brückensequenz wie hier kommt, einfach auf vierfache Geschwindigkeit vorspulen. Fertig. Ich kann das nicht. Ich sitze hier in Echtzeit. Ratschatatscha, da-da-da-da-da-da. Wie, kein Achievement diesmal? Och, Menno. Dachte ich, jetzt kriege ich auch so ein tolles Achievement wie die letzten Runden. Ja, jetzt dürfen wir hier Margaret Simonison helfen, die Baronin von Schmalztopf heißt. Okay, wir dürfen hier wieder Geschenke bringen und... Was? Wo ist denn die Brücke? Klick, 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 klick. Klick. So. Gut. Das ist schon mal ein interessanter Anfang. Aber wir haben keine Baumstämme. Wir haben nur Steine. Wir haben auch keine Seile. Willst du mich veralbern, Junge? Dr. Alban. Klonk. Oh, klonk. Kommt nicht an, du Kotz. Gut. Keine Ahnung, was der Erfinder dieses Levels sich gedacht hat, aber sind wir mal... Nein, das funktioniert sowieso nicht. Das hier müsste aber gehen. Können wir hier, so und da? Nein! Dieser Rechtsklick ist zu locker. Der sitzt zu locker in der Hüfte. So, und hier nochmal und dann hier auch nochmal. Zack, zack, zack. Hoffentlich wiegt dieses Kackgeschmeide, was die Alte da haben will, nie so viel. Kann aber nicht angehen. Klonk, 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 klonk. Klonk. So. Ja, er sagte ja, Dreiecke. Es sind die Dinger mit Dreiecken. Mein Hund, der hat Dreiecken. Ging das so? Dreiecken hat mein Hund. Und hätte er keine Ecken, dann wäre er gestern nicht so wund. Was? Ja, hat geklappt. Das Geschmeide ist, ab, wo auch immer hin. Ja, hauen wir es einfach mal raus. Wir haben das Cash ja. Wir müssen ja nicht irgendwo aufs Budget achten oder so ein Schrott. Nö, nö. Wir haben's. Wir haben's dicke. Das zahle ich doch aus der Portokasse, so eine Winzbrücke. So, gucken wir mal, ob das jetzt hält. Das muss ja jetzt wohl halten. Da habe ich ja schließlich, also ich, also Kruppholz ist hier deaktiviert in diesem Level, aber ich habe ja alles andere verwendet. Quasi das zweitbeste Holz, was es gab. Keine Ahnung, irgendwelche Dachlatten oder so. So aus dem Baumarkt, so im 10er-Pack für 3,50 Euro. Süße, hat doch gehalten. Ich sag's doch. Ja, ne, nicht mehr als 41.000. Da könnte man jetzt natürlich noch hier sagen, ja, nee, den und den und den und den weg. Und den und den weg. Und dann haben wir immer noch 42.000. Bäh. 41.000? War das Ziel? In der Mitte. Oh, das hält. Das hält. Keine Bange. Ja. Seht ihr? Hält. Hält. Nicht. Warum habe ich denn darauf geklickt, ich Idiot? Warum tue ich denn sowas? Jetzt bin ich sowieso übers Budget drüber. Ich könnte natürlich die obere Brückenkonstruktion tiefer machen und würde damit Geld sparen. Machen wir das mal. Ach, auf den Punkt klicken geht auch. Oh, da komm auf den Punkt, Junge. So, kleinere Dreiecke. Der Bäcker sagte, ich soll kleinere Dreiecke backen und nicht rechtsklicken. So. Warum klingt das gerade wie so eine Sprudeltablette? Hab keine Kopfschmerzen? Oder Migräne?
Sieht doch auch noch funktionabel aus. Hält bestimmt auch genauso gut. Ja. Ja, hält. Siehst du, sag ich doch. Sind wir jetzt unter dem Cache geblieben? Warum haben die da unten eigentlich die Bäume gefällt für die Brücke? Da hätten wir die Brücke da oben drauf packen können. Tada! Unter 41.000 geblieben. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich meine natürlich, ja, haben schon drei Verbündete für unseren Kampf gegen die Urks gewinnen können. Weiter, jo. Ja, bei der Bitch haben wir sogar richtig Eindruck geschunden. So, wer kommt denn als nächstes? Lieselotte Pulvertraut. Verstärke die Brücke. Gut, die hat keinen Namen. Ein Glück. So, mal sehen. Das sollen wir verstärken. Nö, das hält doch. Das hält doch. Sieht man doch, dass das es nicht hält. So. Und so. Ach, den Kack müssen wir auch noch überdachen. Kann aber nicht angehen. So, fertig. So. Komm hier, Galoppel. Mal hin, Junge. Die Brücke ist aus Gummi. Das ist absichtlich so, das hält. Zack. Oh-oh. Autsch. Nein! Ups. Warum ist denn das gerade runtergeflogen? Das da oben müsste ich verstärken, aber das geht nicht. Das kann ich nicht verstärken. Hm, das ist schwer. Mal überlegen. Dann könnten wir eigentlich einfach noch eine zweite Etage drüber bauen. So. So. Doppeletagenbrücke. Ich würde mal sagen, wenn das nicht hält, dann hält gar nichts. Gucken wir mal. Klonk, klonk. Klonk. Jo. Okay, der letzte war ein bisschen hart, der letzte Einschlag. Aber das war die Sollbruchstelle. Das sollte kaputt gehen. Neuer Erfolg, Guardian. Oh, wir haben sogar... Wir mussten nur 10 Einheiten. Das Budget war völlig Latte. Ich hätte... Boah, Alter, da hätte... Sag mir das auch früher, dann hätte ich da viel mehr reinpulvern können an Holz. Verstärke plus überdache die Brücke. Mindestens 6 Einheiten müssen Lady Schmotterfink erreichen. Was? Lady Schmotterfink? Okay, gucken wir uns die nochmal an. Sieht die aus wie eine Lady Schmotterfink? Das ist wohl so eine ganz perverse. Der schicken wir wahrscheinlich, ja, die hier steht auch nicht, was die Einheiten ihr liefern. Wahrscheinlich liefern die Einheiten ihr erotische, antike Spielzeug mit ganz vielen Rubinen und Diamanten verziert. Nee, das kratzt auch gar nicht. Gut. Mal sehen. Da fehlt natürlich das Dach. Dementsprechend müssen wir hier ein Dach drüber bauen. Klunk. Klunk. So. Dann kommt hier noch eine Stütze. Alter, es gibt gleich Stütze. So, fertig. Das müsste jetzt halten. Oder auch nicht. Warum? Ach, Menno. Nein! Mensch, dieser dämliche Rechtsklick. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das Spiel so was... Was soll denn das? Das Spiel hat... Also das Spiel, das mobbt mich. Ah nee, das brauche ich hier oben ja gar nicht. Kommt ja das Dach drüber. Dach, Dach, Dach. Dachte ich es mir doch. Ich würde sagen, passt. Nein! Das ist immer dieses unfällige Rechtsklicken. So, perfekt. Brücke stabil. Ja. Was TBM zockt an Brücken baut, das hält alles aus. Da kannst du quasi auch deine dicke Oma draufschmeißen. Ja, gut. Der war ein bisschen hart, der Stein. Das zählt nicht. Also ich meine, das ist eine Einmalbrücke. Die ist quasi nur fürs erste Mal rüberfahren gedacht. Danach muss man sie restaurieren und neu bauen. Aber immerhin haben wir das Achievement, was ich jetzt nicht mehr lesen konnte, gekriegt. Und zeitlich sind wir ja schon wieder an Folgenende von Folge 3. Das gibt's ja nicht. Das Spiel fließt hier nur so. Das ist quasi flüssig.
Dementsprechend würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt, sage tschüss, wir sehen uns dann morgen. Tschüss.